Michael Sommer hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, wir wollen gute Arbeit schützen und prekäre Arbeit bekämpfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zuerst ein positives Bild. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter des WSI, des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts, deren Direktorin ich seit über einem Jahr bin, haben Normalarbeitszeit, wir haben entfristete Stellen, wir haben zum Beispiel Klaus Schäfer, den wir hier sitzen sollen, mit einem 41-jährigen Dienstjubiläum, der in 2 Tagen in Rente gehen wird, in Normalarbeitszeit. Wir haben Tarifverträge, wir haben ein gutes Einkommen, wir haben Vollzeit, wir sind sozial abgesichert. Also wir vertreten und verkörpern die glücklichen, guten Arbeiter. Noch eine gute Nachricht. Deutschland kann wirklich stolz sein. Es ist vom Krankenmann Europas bezüglich Arbeitslosigkeit zum wirklich Vorzeigebild in der Welt geworden. Es hat im März 2013 Arbeitslosenraten von 5,3% erreicht. Das ist die Hälfte der Arbeitslosigkeit, die die EU zurzeit hat. Deutschland hat sozusagen etwas geleistet. Und dann kommt schon die schlechte Nachricht. Ein Großteil des deutschen Erfolges ist einhergegangen mit zunehmender atypischer Beschäftigung, von dem Midijobber, Minijobber, Teilzeitbeschäftigten, Befristeten, Solo-Selbstständigen zugenommen haben. Wir haben zum Beispiel 4/5 der Minijobber im Niedriglohnbereich. Es sind sozusagen nicht nur atypische Beschäftigungsplätze geschaffen, sondern eben auch prekäre. Wir haben im WSI-Mindestlohnbericht zum Beispiel 2013 festgestellt, dass Deutschland den höchsten Anteil, Beschäftigungsanteil im Niedriglohnsektor in ganz Europa hat. Also das ist so ein bedenkliches Ding. Ich überlasse die nächste Ding und komme nochmal zu den Kriterien. Ich glaube, es lohnt sich mal ganz kurz einen Blick nach draußen zu werfen, zu schauen, wie machen andere Länder, wie regeln die atypische Beschäftigung, wie verhindern sie Prekäre, wobei ich nicht die Besserwisserin bin, die sagt, so soll Deutschland es machen, Deutschland hat eigene Institutionen, eigene Rechte, es ist eher mal, um Ideen zu sammeln, wo könnte man mit andenken und von anderen Ländern schauen, wie könnte man es vielleicht auch, was könnte man auf Deutschland übertragen. Und ich bin auch keine Arbeitsrechtlerin, das heißt, die juristischen Feinheiten überlasse ich sozusagen euren Abteilungen. Kriterien also für eine Regelung einer atypischen und prekären Beschäftigung ist Einkommenssicherung gewährleisten, Beschäftigungssicherung, vor allem die Übergänge, wie Michael Sommer schon erwähnt hat, von Mutterschaft oder von einem Job zum anderen oder in die Rente oder von der Ausbildung in den Job. Beschäftigungsfähigkeit, das heißt Qualifizierung erhöhen und in soziale Sicherungssysteme, in Rente, Krankenversicherung, Arbeitsschutz integriert zu sein. Wenn wir den Blick nach draußen werfen, müssen wir den Blick in zwei Richtungen werfen. Wir müssen ihn nach oben werfen, in die EU. Was macht die EU und wie greift das auf das Deutsche, auf die deutschen Verhältnisse ein? Und was machen andere Länder? Ich habe mir einfach 8 Beispiele gewählt bezüglich, was machen andere Länder bezüglich Mindestlohn, Allgemeinverbindlichkeit, Gender Pay Gap, Minijobs, Leiharbeit, Abfindungszahlungen, vielleicht nur kurz, Jugendarbeitslosigkeit und Hausangestellten. Schauen wir mal, was die EU macht. Von der EU kommt nicht nur Schlechtes, aber viel Schlechtes, aber es kommt auch Gutes. Zum Beispiel von Michael Sommer, die erwähnten Wanderarbeiternehmerinnen, hat es gerade sozusagen, eben gibt es EU-Richtlinien und es gab eben ein europäisches Gerichtshofurteil, wo 2 polnische Wanderarbeiter geklagt haben, dass sie in Deutschland kein Kindergeld bekommen für die Zeit, wo sie hier arbeiten. Es wurde ihnen Recht gegeben, also wenn polnische Wanderarbeiter in Deutschland arbeiten, sind sie für die Zeit, die sie in Deutschland arbeiten, nach Europäischem Gerichtshof den Deutschen gleichzustellen. Auch bezüglich Gleichstellung, vor allem Frauen, Antidiskriminierung, hat die EU sehr viel gebracht, auch in Ländern, die schon relativ viel Schutz hatten. Dagegen wissen wir, und das ist euch sicher auch bekannt inzwischen, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hat sehr oft negativ in das nationale Arbeitsrecht eingegriffen, zum Beispiel über die Urteile von Laval, Rüffert, Viking, wo sozusagen eigentlich Tarifverträge, Mindestlöhne ausgehoben wurden, auch in anderen Ländern. Dann hat die EU, was sie nicht mit hartem Gesetz macht, also mit Hard Law, macht sie mit Soft Law, mit weichem Gesetz, durch die offene Methode der Koordinierung, Benchmarking, wir legen fest, wie sollte es sein oder wie machen es andere Länder und finden wir einen guten Durchschnitt. Was die gute Arbeit im Schnitt Europas ist, ist natürlich bei Weitem nicht das, was es in Deutschland ist. Von diesem Benchmarking sind eigentlich nicht sehr positive Effekte zu erwarten, weil natürlich Flexibilität, Kostendämpfung im Vordergrund der EU-Politik steht und nicht die gute Arbeit.
Das heißt, von der EU gehen positive und negative Signale aus. Die positiven sollten wir stärken, die negativen, da sollten wir uns was einfallen lassen, unter anderem auch mitsprechen. Von den konkreten Beispielen ist Mindestlohn von Michael Sommer gerade ja namhaft und auch der lange Weg dorthin geschildert worden. Die 8,50 Euro pro Stunde, habe ich auch den Eindruck, das ist sozusagen, das steht jetzt und es ist tatsächlich, dass alle Parteien sich sozusagen ja jetzt das auch dem annehmen. Wenn wir uns anschauen, Mindestlöhne in Europa, dann muss man sagen, Deutschland kommt da auch relativ spät. 20 von 27 EU-Ländern haben einen Mindestlohn. Und es ist schön, dass wir sozusagen den Botschafter von Luxemburg hier haben, denn Luxemburg mit 10,83 Euro hat den höchsten Mindestlohn. Die Kaufkraft muss man natürlich auch mit berücksichtigen. Deutschland ist sozusagen in dem Sinn ein Nachholer, was Mindestlöhne anbelangt. Und es gibt nur ganz wenige Länder, wie gesagt, die keinen haben und die meistens aber dann dafür andere Regelungen haben, um zumindest auch das Minimum nach unten abzusichern. Ich möchte jetzt aber auf das Beispiel England dann gleich eingehen, obwohl er nicht so hoch ist, weil die Engländer uns was zeigen können, nämlich wenn man den Mindestlohn dann hat, und davon können wir inzwischen, glaube ich, wirklich sehr optimistisch ausgehen, wer bestimmt den dann? Wer macht den Mindestlohn? Und hier, glaube ich, können wir von den Briten doch etwas lernen, denn da ist eine unabhängige Kommission, wo Arbeitgeber, Gewerkschaften, Wissenschaftler drin sitzen mit einem eigenen Budget, die auch in der Amtszeit nicht enthoben werden können ihres Amtes, die diesen Mindestlohn festlegen und die auch ein Budget haben, um die Wirkungen ihrer Entscheidungen zu überprüfen. Das heißt, eine unabhängige Kommission, wo aber die Sozialpartner sozusagen drinnen sitzen, die auch sagen, wissenschaftlich sich sozusagen auch Ideen holt, wäre ein Vorschlag. Das Zweite, und das ist, glaube ich, was Michael Sommer sehr deutlich gemacht hat, wir brauchen auch sozusagen eine allgemeine Verbindlichkeitserklärung der Tarifverträge in Deutschland. Wenn man sich hier anschaut, Tarifbindung und gleichzeitig die Anwendung der allgemeinen Verbindlichkeitserklärung, dann sind eigentlich nur 5 Länder, nämlich die gelben und die USA, also 5 in Europa, die eigentlich keine sozusagen Anwendung der allgemeinen Verbindlichkeitserklärung haben. Alle anderen Länder haben entweder eine sozusagen allgemeine Verbindlichkeitserklärung oder irgendetwas, ein funktionales Äquivalent, das auch die Tarifverträge allgemein verbindlich erklärt. Ich komme zum Beispiel aus Österreich, wo die Tarifverträge Kollektivverträge heißen. Ich wusste gar nicht, dass es einen Tarifvertrag gibt, der nicht für die ganze Branche gilt. Weil in Österreich die Wirtschaftskammer, wo alle Unternehmer zwangsverpflichtet sind, mit der Gewerkschaft verhandelt. Das heißt, der Tarifvertrag gilt automatisch für alle Unternehmungen. Wir brauchen daher keine extra Allgemeinverbindlichkeit. Unsere Tarifverträge sind automatisch allgemein verbindlich. Länder, die das aber nicht haben, und gerade wie Deutschland, wo dann so Flickerteppiche entstehen, brauchen unbedingt sozusagen eine Verstärkung sozusagen auch der allgemeinen Verbindlichkeitserklärung, um sozusagen die Reichweite auf alle Unternehmungen ausdehnen zu können. Wie Sie sehen, ist Deutschland sozusagen da eher sozusagen mit eben geringerer Tarifbindung als in Österreich, eben ein Land, wo die allgemeine Verbindlichkeitserklärung im europäischen Vergleich noch nicht sehr weit fortgeschritten ist. Wie gesagt, man kann also diese allgemeine Verbindlichkeitserklärung auf mehrere Arten und Weisen erreichen. Man kann sie gesetzlich, oder man hat ein funktionales Äquivalent, wie Italien zum Beispiel hat, die haben eine gesetzliche Bestimmung, faires Entgelt. Und wenn ein Unternehmen das nicht sozusagen liefert, dann kann man klagen beim Arbeitsgericht und das Arbeitsgericht legt den tarifvertraglichen Lohn zugrunde. Sozusagen auf die Art und Weise wird halt über die Gerichte die Allgemeinverbindlichkeit erzwungen. Man kann den Tarifvertrag, wie sozusagen in Deutschland heißt, die kleine Allgemeinverbindlichkeit auf öffentliche Auftragsgeber beschränken, aber man kann natürlich auch, so wie in Österreich, über andere tragfähige Verhandlungspartner, dass der Staat eben die Tarifverhandlungen an diejenigen delegiert, wo Pflichtmitgliedschaft besteht. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Es gibt keine Wirtschaftskammern. Daher glaube ich, das, was Michael Sommers fordert, ist 50%-Quorum und das öffentliche Interesse zu betonen, eine gute Idee ist, die allgemeine Verbindlichkeit zu verbreitern. Österreich, in den Niederlanden wollte ich Ihnen noch ein Beispiel geben.
da geht es anders, da gibt es Cash, da gibt es, wenn die Unternehmen, die Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern einen Tarifvertrag verhandeln, dann können sie ansuchen beim Arbeitsministerium, dass der allgemein verbindlich ist. Und da gibt es jetzt einen kleinen Zuckerl für die Arbeitgeber, nämlich wenn es gelingt, den Tarifvertrag allgemein verbindlich zu machen, dann müssen alle Unternehmer, auch wenn sie nicht Mitglied dieser Arbeitgeberverband sind, in die Kasse einzahlen, in den O&O-Fonds. Daher haben die Arbeitgeber ein enormes Interesse, den Tarifvertrag allgemein verbindlich zu machen, weil er damit ihre eigene Kasse füllt. Das ist die holländische Art, das ist ein Land der Händler, sozusagen mit Cash danach zu wässern. Gender Pay Gap. Michael Sommer hat erwähnt, dass sozusagen die Ungleichbezahlung Frauen und Männern sehr stark ist. Und wir sehen, Deutschland ist in der Tat, was den Gender Pay Gap ist, führend. Also es hat den höchsten Gender Pay Gap, den größten Unterschied, wo hier sozusagen wirklich etwas zu tun ist. Und hier möchte ich vor allem die Länder Schweden, Frankreich nennen, denen es doch besser gelungen ist, den Gender Pay Gap zu geringern. Man müsste sozusagen in Deutschland, wie Michael auch gesagt, einen flächendeckenden allgemeinen Mindestlohn haben, denn sehr oft sind Frauen, die so unter dem Mindestlohn arbeiten. Wir brauchen Quoten für die Besetzung von Fach- und Führungskräften und wir bräuchten vor allem ein Angebot auch an Kinderbetreuung für Kinder aller Altersgruppen, denn das ist, was die nordischen Länder sagen, extrem gut haben, eine sehr gute sozialpolitische Absicherung und familienpolitische Absicherung der Frauen, sodass die auch in der Tat arbeiten können, gehen auch für bessere Jobs. Minijobs, ein deutsches Problem. 2/3 aller Minijobs sind unter 8,50 Euro. Also hier würde der Mindestlohn wirklich helfen, ein großes Problem zu beseitigen, relativ schnell. Hier eine Umfrage unter den weiblichen, also unter den im Minijob arbeitenden Frauen. Wie Michael gesagt hat, die kennen kein Urlaubsgeld. 77% von den Frauen in Minijobs haben noch nie in ihrem Leben ein Urlaubsgeld erhalten. 47% haben keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Und 11% wissen überhaupt nicht, ob sie im Krankheitsfall überhaupt eine Lohnfortzahlung halten. Das sind prekäre Jobs, die einfach sozusagen zu regeln sind. Und hier haben wir sozusagen in Deutschland ja die Neuregelung, dass ab 1.1. 450 Euro Minijobs nicht mehr versicherungsfrei sind. Aber aus sozusagen guten Quellen wissen wir, dass rund 90% der Beschäftigten von der Rentenversicherungspflicht sich befreien lassen werden. Das heißt, diese Regelung wird nicht greifen. Das heißt, die Minijobs sind in Deutschland meiner Meinung nach noch immer nicht sozial abgesichert. Daher meine Idee, warum schaffen wir sie nicht ab? Oder orientieren uns an Frankreich und Großbritannien. Dort wird nämlich nicht der Minijob gefördert, sondern es gibt eine Förderungsschwelle. Die ganz schlechten Jobs fördert man nicht. Man fördert ab einer gewissen Grenze, damit man diese ganz und das ganz Unterste einfach nicht auch noch verstärkt. Ja. Das ist, glaube ich, eine Strategie, die man sich überlegen kann. Wobei in Frankreich eine Doppelstrategie herrscht. Da werden sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer gefördert. Die Arbeitgeber bekommen die Sozialversicherung teilweise ersetzt und die Arbeitnehmer bekommen einen Lohnzuschuss. In Großbritannien gibt es einen Tax Credit, also so eine negative Steuer, einen Zuschuss an die Arbeitnehmer. Das wären Ideen, um Minijobs sozusagen im untersten Bereich zu entfernen. Dann das nächste Problem, Leiharbeit. Die Leiharbeit in Deutschland, wie man hier sieht, ist in den letzten 10 Jahren enorm gestiegen. In der EU gibt es nur noch England und Niederlande, die einen höheren Anteil an Leiharbeitern haben. Deutschland ist auf Stelle 3 hinaufgerückt. Das ist, wie Michael Sommer auch gesagt hat, ein steigendes Problem. Und hier in Frankreich gibt es Equal Pay, das heißt ein Leiharbeiter und ein Normalbeschäftigter werden gleich entlohnt von Beginn an. Und der Unternehmer muss für den Leiharbeiter noch 10% der Bruttolohnsumme aufsparen, die er ihm am Ende des Einsatzes als Prekaritätsprämie bezahlt, dafür, dass der Leiharbeiter ja unsichere Beschäftigungsverhältnisse hat und sich wieder einen neuen Job suchen muss. Es gibt auch einen branchenbezogenen Qualifizierungsfonds. Da zahlen die Arbeitsverleiher 2,15% der Bruttolohnsumme in einen Fonds ein. Und dieser Fonds wird für Qualifikation und Weiterbildung verwendet. Die Umfrageergebnisse in Frankreich waren erstaunlich. Es ist eine hohe Arbeitszufriedenheit für Leiharbeiter. Das wäre eine Idee, an der man sich auch inspirieren könnte. Abfindungen, ich weiß nicht, wie populär das hier ist. Ich komme aus Österreich, da hat man eben eine Abfindung, wenn man gearbeitet hat.
Und mit dieser Abfindung kann man entweder sagen, Beschäftigungslosigkeit überbrücken oder die Rente aufbessern. Es ist so gedacht, als in Österreich ist bei einer bestimmten Anzahl von Jahren, die man gearbeitet hat, ist der Unternehmer verpflichtet, eine Abfindungssumme zu bezahlen. Neben dem Kündigungsschutz ist diese Regelung. Ähnliche Vorschläge, habe ich gesehen, gab es schon auch in Deutschland. Günter Schmidt hat zum Beispiel gesagt, warum versichern wir die Arbeitslosen, warum nicht die Beschäftigten zahlen in einen Fonds an, dass die ansparen können für Weiterbildung, dass sie diese Überläufe zwischen verschiedenen Jobs oder zwischen Ausbildung und später dann, also zwischen Arbeit und Rente überbrücken können. Ich will zurück zu den Kernthemen. Das da ist die Jugendarbeitslosigkeit. Meine Zahlen sind ein Jahr alt und wie Michael Sommer gesagt hat, es sind jetzt nicht mehr nur mehr, also es sind nicht mehr 48% griechische Jugendliche arbeitslos, inzwischen sind schon 60%. Das heißt, binnen einem Jahr ist die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland, hat sich nochmals nur ein Drittel dazugekommen. Jeder sagen, zweite griechische Jugendarbeitslosigkeit ist von Beschäftigung bedroht, von Arbeitslosigkeit bedroht und hat keine Aussicht auf einen Job. Also die roten Flecken Europas sind sozusagen Katastrophenflecken und hier, glaube ich, kann Deutschland sozusagen trotz aller, sagen, obwohl wir gerade gehört haben, dass 1,5 Millionen Deutsche sozusagen nicht genügend ausgebildet sind, aber das duale Ausbildungssystem hat sich sagen, in dem Sinn bewährt, dass Jugendliche hier sagen, beschäftigt sind, wenn auch, wie wir gehört haben, auch nicht alle in den tollen Jobs. Inzwischen ist sozusagen eine Jobgarantie für Jugendliche durch den EU-Ministerrat beschlossen worden. Und zwar, dass innerhalb von 4 Monaten jeder Jugendliche in Europa ein Jobangebot bekommen soll. Wie das aber geht, das sind Empfehlungen an nationale Regierungen, die das dann wieder umsetzen müssen. Was die daraus machen, wissen wir natürlich nicht so genau. Ich wollte nur erzählen, dass es Jobgarantien bereits in Schweden und Finnland gab. Also es ist nichts ganz Neues. Schweden hat zum Beispiel nicht nur dieses Jobgarantie, sondern auch eine kontinuierliche Investition in Bildung. Und in Österreich im Augenblick fokussiert man sich sehr stark gerade auf junge Menschen, die nur einen Pflichtschulabschluss haben, um sozusagen eben diese Niedrigqualifikation von Jugendlichen besser in den Griff zu bekommen. Letztes Beispiel, Hausangestellte. Die ILO hat ein Übereinkommen 189 geschlossen für menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte. Der Bundestag hat es am 16. Mai 2013 hat ihn angenommen. Das Problem in Deutschland ist, dass 90-95% der Hausangestellten in irregulären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Ich komme aus Österreich, Friedrich Schneider hat mal gesagt, ich glaube, es gibt keinen Österreicher, der seine Putzfrau anmeldet. Ich muss gestehen, ich kenne auch keinen. Also das scheint ein allgemeines Problem unserer beiden Länder zu sein. In Deutschland gibt es natürlich seit 2007 das Anmeldeverfahren, dass man einen Haushaltscheck bekommt und bei der Minijobzentrale anmeldet. Aber das ist nicht ein sehr griffiges Instrument. Und daher wäre es sinnvoll, sich Länder anzuschauen, die das ein bisschen vielleicht besser geregelt haben. Und ich möchte 3 Modelle vorstellen. In Frankreich eröffnen Sie ein Bankkonto. Auf dieses Bankkonto kann sozusagen, von diesem Bankkonto wird automatisch dann der Lohn an den Haushaltspflege und an die Putzfrau abgezogen. In Frankreich gibt es einen Tarifvertrag für Haushalt, es gibt einen Mindestlohn, den SMIC, und wenn jemand mehr als 8 Stunden arbeitet, dann muss er einen Normalarbeitsvertrag bekommen. Also nur für diese Regelungen unter 8 Stunden wird automatisch von dem Konto, das Sie eröffnen, dann der Lohn abgezogen und sie brauchen aber nur 50% Sozialabgaben bezahlen, die anderen 50% schießt der Staat zu. Das heißt, der den Haushaltsgehilfen anstellt, hat den Vorteil, dass er nur die Hälfte der Sozialabgaben verglichen mit einem anderen Unternehmer zahlen muss und das heißt, es ist staatlich gefördert. In Belgien macht man das noch geschickter, glaube ich. Sie kaufen als Haushalt bei einer Firma Sodexo einen Scheck für 7,50 Euro, das ist der Stundenlohn, den Sie bekommen als Haushaltsangestellter. Und Sie lösen den ein und die Firma, die Sie anstellt, bekommt vom Staat 20,80 Euro, wenn Sie den Scheck einlöst. Die Differenz, die 13 Euro, zahlt voll der Staat. Das heißt, hier subventioniert der belgische Staat voll die Sozialkosten. Es ist einfach, weil die Schecks kauft man, da steht 7,50 Euro drauf, das sind wie Banknoten, wo man diese Haushaltschecks eigentlich machen kann. Und der dritte Fall, ein ganz anderer, ist die Stadt Genf. Im Kanton Genf
ist vor allem die Stadt bekannt geworden durch einen Fall, dass die Schweizer Gewerkschaft Unia geklagt hat, weil sie herausgefunden hat, dass man sagen, wenn die Haushaltsangestellten nicht bezahlt werden, das als Lohnunterlaufung interpretieren kann und gerichtlich fordern kann, dass der Mindestlohn, dass ein Normalarbeitstag erzwungen wird und der Mindestlohn sozusagen zu zahlen ist. Und es musste ein Ehepaar gerade 70.000 Franken an den Hausangestellten nachbezahlen. Das hat sich gewerkschaftlich sehr gut vermarktet in der Stadt Genf. Daher mein Fazit. Hin zu einer guten Arbeit, zu einer Hochlohn-Road mit Innovation, Qualifikation, betrieblicher Flexibilität, Sicherheit und Mitbestimmung und weg von dem Weg der letzten Jahre über Hartz IV zu der Low-Wage-Road. Ich danke Ihnen und ich glaube, ich habe es geschafft, zeitlich einzuholen.